Herzlich willkommen zu unserem Talk. Wir sprechen heute über die Zukunft des Journalismus. Da kann man, glaube ich, stundenlang füllen. Wir haben etwa 45 Minuten Zeit und versuchen zumindest ein paar Aspekte zu bedienen. Der genaue Titel ist heute: Wohin geht die Reise, beziehungsweise wo geht die Reise hin? Wie wird Journalismus zukunftsfähig? Das heißt, wir sprechen nicht nur über die Zukunft, sondern auch über den Status quo und den Weg oder den Abstand, der dazwischen liegt. Dafür habe ich zwei spannende Gäste, die Sie jetzt auch bei mir hier im Zoom-Rahmen sehen können. Und das ist zum einen Lina Timm, ein ganz, ganz bekanntes Gesicht in der Medien- und Journalismusgründungsszene in Deutschland. Sie ist Gründerin und Managing Director des Media Lab Bayern, das in München sitzt. Und dieses Media Lab hat als Aufgabe, Talente und Teams im Journalismus zu fördern, Redaktionen zu fördern, in großen Medienhäusern, in kleinen Medienhäusern. Und hat da natürlich auch Innovationen von Berufswegen immer im Auge und hat bestimmt viel zu erzählen, welche Startups gerade total en vogue sind und was vielleicht auch noch in der Startup-Szene passieren muss. Aber sie ist nicht nur Gründerexpertin, sondern sie hat auch einen journalistischen Hintergrund und deswegen für uns auch umso spannender. Sie hat nämlich mal für die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag geschrieben und die Zeit. Unser zweiter Gast ist Maximilian Nowroth, der jetzt, glaube ich, aus einem Hotelzimmer zugeschaltet ist, deswegen und heute Morgen auch schon moderiert hat. Deswegen schön, dass du das noch einflechten konntest, bei uns zugeschaltet zu sein. Er ist Wirtschaftsjournalist, Moderator und YouTuber, hat aber lange Zeit auch beim Handelsblatt gearbeitet und hat einen ganz spannenden Weg hinter sich. Er hat gesagt, er geht aus der Festanstellung mal in das YouTuber-Dasein beziehungsweise in das Selbstständigen-Dasein und ist auch so etwas wie eine Art Start-upper und was es da für Höhen und für Tiefen gibt und was es auch so Unterschiede gibt zur vielleicht eher bekannteren Festanstellung. Darüber möchte ich auf jeden Fall mit ihm nochmal sprechen. Und er macht das Ganze auch nicht gerade unerfolgreich. Er hat den Medienpreis Wirtschaft NRW bekommen und den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches gesagt, aber zumindest, dass er ausgezeichnet worden ist, das wollte ich doch nochmal kurz erwähnt haben. Ja, in dem Sinne erstmal herzlich willkommen und nochmal der Aufruf jetzt an das Publikum, beteiligt euch gerne. Ich kann gerne Fragen mit aufnehmen in unsere Diskussionsrunde. Als ich gefragt worden bin, ja, Johannes, wo geht die Reise hin? Möchtest du da irgendwie einen Talk zu machen? Hast du da Ideen zu? Habe ich natürlich sofort an die Startup-Szene gedacht und wenn ich ehrlich bin, aber auch so ein bisschen, dass ich mir manchmal ein bisschen Sorgen mache um die deutsche Medienszene. So, wenn ich immer mal wieder in die Branchendienste gucke, was es Entlassungen gibt und, dass die digitalen Erlöse noch nicht immer die althergebrachten Erlöse wieder kompensieren. All diese Schreckensmeldungen gibt es ja auch manchmal, oder sage ich mal, die nicht so positiven Meldungen immer. Deswegen bin ich immer so zwiespältig. Einerseits einen etwas kritischen Blick oder einen etwas besorgten Blick und einerseits einen total positiven Blick. Und jetzt möchte ich erstmal meine Gäste fragen. Lina, du betrachtest ja die Startup-Szene, die Medien-Startup-Szene schon etwas länger. Und wenn du jetzt einem Menschen beschreiben müsstest, der sich gar nicht mit Medien und Startups auskennt, wie der Status quo dieser Szene eigentlich gerade ist oder beziehungsweise wie der Status quo des Journalismus insgesamt für dich ist, wie würdest du ihm das beschreiben? Ich starte gleich mit der leichtesten Frage. Super, vielen Dank. Ja, erstmal hallo, ich freue mich total, mit dabei zu sein. Mir fiel gerade spontan das Wort wartend ein oder abwartend, als du so deine Frage beschrieben hast. Also ich glaube, für jemanden, der gar nichts mit der Branche zu tun hat, dem kann man, glaube ich, am besten also alles zusammenfassen, momentan mit einem, also ich zumindest habe das Gefühl, eine ganze Menge Menschen warten darauf, dass jemand anderes die Zukunft erfindet und schnappen sich dann das, was jemand anderes mal erfunden hat und repetieren das so oft, bis es irgendwie schon wieder nicht mehr funktioniert, weil es alle machen. Aber so wirklich vorangehen tut da keiner oder zumindest wenige. Und das wäre so, glaube ich, meine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Okay, ich gebe die Frage jetzt direkt mal an den Dritten im Runde weiter. Maximilian, so der Status des Journalismus. Ja, erst einmal an euch, an Lina und Johannes und an die Runde ein großes Hallo. Ich bin in Magdeburg gerade. Dieser Hintergrund ist eine schöne grüne Tapete, deswegen sieht das so ein bisschen clean aus. Auch danke für die Einladung. Status des Journalismus würde ich
differenziert sagen, erstmal die beste Nachricht für uns alle ist ja, dass das Publikum, das wir erreichen, so groß ist wie noch nie. Und das Interesse und die Zeit, also das Interesse und die Zeit, die die Menschen für Medien aufbringen, auch, glaube ich, so hoch ist wie in der Geschichte vorher noch nie, eben weil es so leicht ist, über das Smartphone in der Hosentasche. Man muss nicht mehr zum Kiosk laufen oder irgendwie beim Friseur auf das Magazin warten. Man kann einfach so sich reinklicken. Das ist ja auf einem sehr hohen Niveau und wir müssen es eigentlich nur nutzen. Ich glaube, das tut der Journalismus auch schon sehr gut und sendet fleißig und ist auch immer besser darin, auf die Bedürfnisse des Publikums einzugehen, die ja stärker werden, nicht nur für bessere Quellendarlegung, mehr Transparenz und eben dieses Einbeziehen der Leserinnen und Leser, sondern auch das Bedürfnis nach, gib mir bitte Informationen, die ich nutzen kann, nicht nur nice to know, sondern auch irgendwie, um bessere Entscheidungen zu treffen. So, das ist irgendwie so, finde ich, die gute Nachricht, aber die schwierige oder die herausfordernde Nachricht ist natürlich, dass einerseits die Printauflage, mit der viele Medienhäuser, also nicht die öffentlich-rechtlichen, aber die privaten klassischen Häuser immer noch sehr viel Geld machen, immer weiter wegbricht. Das ist schon bekannt seit 10, 15 Jahren, aber es wird halt immer mehr und gleichzeitig durch Corona nochmal angetrieben ist halt diese Erlösquelle Werbung, die es im Digitalen ja schon auch weit gebracht hat, auch krass runtergegangen, auf keinen Fall mehr auf dem Niveau wie vorher, wer weiß, ob das nochmal passiert, immer mehr läuft zu den Tech-Konzernen und ja, die Frage ist natürlich, wann schafft man es, diese Abos aus dem Printgeschäft, aus dem klassischen Auflagengeschäft auch ins Digitale zu übertragen. Ich sehe da als positives Beispiel immer die Financial Times und die New York Times, die seit einiger Zeit schon mehr digital erwirtschaften als mit der klassischen Auflage und hoffe, dass es deutsche Medien gibt, die das auch demnächst schaffen. Ich befürchte aber ehrlich gesagt, dass es weniger sein werden als vielleicht noch vor 10 Jahren in der alten Welt. Was die Startup-Szene betrifft, habe ich so vor 3, 4 Jahren auch gedacht, so, das ist irgendwie ein bisschen langweilig, es gibt nicht so viel Neues, aber jetzt würde ich so meine Meinung revidieren, also vielleicht gar nicht so sehr wie Lina sagen, dass ich das so als Warten wahrnehme, sondern eher als positiv nervöse Aufbruchstimmung, also es gibt mit Media Pioneer in Berlin, mit Gabor Steingart auf dem Boot, ein spannendes Medien-Startup, dann gibt es Leute wie Marvin Schade, der mit Medien-Insider sich alleine selbstständig gemacht hat, manche versuchen es bei YouTube auf eigene Faust, so wie ich, und entdecken halt auch, dass man als Einzelperson schon relativ viel bewegen kann, eben weil die Hürden so niedrig sind, erstmal zu senden und damit dann auch irgendwann Geld zu verdienen. Und deswegen, ja, bin ich dementsprechend eher positiv gestimmt, aber frage mich natürlich, wie nachhaltig das ist, weil durch Corona 1,5 Jahre auch Ausnahmezustand war und ich auch für mein Geschäft jetzt nicht wirklich sagen kann, ob es die nächsten 1, 2, 3 Jahre so überlebt, wie ich es gerade aufgestellt habe. Du hast es ja gerade schon in einem Satz kurz angesprochen, jetzt die Startup-Szene. Ich möchte erst nochmal einen kleinen Talk mit Lina machen, weil du ja natürlich die Expertin bist und meines Erachtens auch eine der ersten warst, die in Deutschland so aus der journalistischen Sicht gesagt haben, okay, ich möchte mal gucken, was die Medien-Startup-Szene so hergibt und warst ja von Anfang an im Media Lab Bayern dabei. Begleitest das schon einige Zeit. Jetzt von der Zukunft und der Status Quo nochmal einmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Als du angefangen hast, Media Lab Bayern, war das ja auch so etwas wie ein Startup, könnte man sagen. Und wie hat sich dieses Startup denn und die Szene in den letzten Jahren entwickelt? Also als wir angefangen haben, das war ja 2015, da habe ich das Konzept geschrieben für das Ganze und hatte auch so ein bisschen eine andere Idee davon, was es sein kann. Eigentlich eher ein Ort für digitale Menschen, die gerne coole digitale Projekte machen wollen. Ich meine, das ist es auch geworden am Ende. Aber dieser Startup-Zweig, der kam dann relativ zufällig mit dazu, weil es damals auch sowas wie das Journalismus-Startup eigentlich gar nicht wirklich gab. Also 2015 gab es so ein paar Projekte, Krautreporter natürlich schon, dann das Projekt von Georg Dahm und Dennis Dilber, das auch ein Crowdfunding gemacht hat. Also so ein paar Sachen, die aber totale Pioniere waren. Aber die Startups an sich oder auch eine Startup-Szene würde ich nicht sagen, dass es die gab. Und daher haben wir schon echt wahnsinnig viel erreicht in den letzten 6 Jahren.
Weil eben auch, also wie Maximilian das gerade gesagt hat, eben Media Pioneer, also Gabor Steingart kommt auf einmal auf den Gedanken, ich könnte es auch einfach selber machen und eine eigene Firma aufbauen, und viele andere tun das auch. Also das ist nicht mehr so exotisch und so völlig out of the world, wie das früher war. Und das finde ich total schön. Wir haben da ja mit einigen Einrichtungen, das war jetzt nicht nur das Media Lab Bayern, aber ich glaube da im Süden Deutschland zumindest haben wir schon ganz schön viel dafür getrommelt, viele Leute auch dazu gebracht, einfach mal darüber nachzudenken. Und ganz interessant fand ich, dass es jetzt gerade in der Corona-Zeit, also das haben wir auch in unseren Bewerberzahlen gesehen, so einen ziemlichen Peak gab oder also zumindest erstmal eine Erhöhung von Menschen, die sich beworben haben. Was ich immer so darauf zurückführe, wenn die Zeiten sowieso gerade unsicher sind, dann ist auch schon wurscht, dann kann ich gleich auch noch ein Startup gründen. Wenn sowieso gerade die super stabile Wirtschaftslage ist, und das war eher das Problem vor der Corona-Krise, also jetzt nicht problemwirtschaftlich, aber für so eine Startup-Szene, weil dann einfach die Leute zu gute Jobs haben und da zu gut situativ drin sind, um auf den Gedanken zu kommen, zu gründen. Und die letzten anderthalb Jahre, die haben uns echt einige Bewerber beschert. Und viele auch, die schon eine lange Karriere haben, also was mit Medien zum Beispiel, der Daniel Fiene und Dennis Horn haben, und Herr Horn noch mit dazu, haben bei uns dann gegründet und sind rausgegangen aus ihren eigentlichen Jobs, also der Daniel Fiene zumindest, um das eben Vollzeit zu machen. Und das hat es ganz lange vorher nicht gegeben. Und ich glaube, dass unsere Einrichtungen oder solche wie jetzt das Media Lab Bayern, wie auch das in NRW oder in Berlin oder in Hamburg, sehr gut dazu beitragen können, weil die so ein bisschen auch die Angst nehmen, da reinzugehen. Und was wir schon sehen, also mein Abwarten war jetzt nicht darauf bezogen, so grundsätzlich auch erst recht nicht auf die Startup-Szene, weil da tut sich immer was und das sind natürlich immer die Pioniere, die vorangehen und die coole Sachen aufbauen. Da tut sich unfassbar viel in der Creator-Szene. Also wir sehen das auch an den Bewerbungen. Es ist ein großer Zuwachs an Content-Startups da, also die für welche Nischenzielgruppe auch immer ein eigenes Content-Startup aufbauen, was ich finde, was total Sinn ergibt, man schon sehr lange hätte machen müssen und jetzt trauen sie sich, das ist super. Aber die großen Häuser, die ziehen da halt, wie ich finde, noch nicht so richtig mit. Du hast es gerade in einem Wort kurz angesprochen, das Trauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mich jetzt traue und sage, ich habe eine gute Idee, weiß ich erstmal gar nicht, ist es eine gute Idee, ist es eine schlechte Idee? Kann man überhaupt von gut und schlecht sprechen? Aber wen fördert ihr? Was sind die Kriterien? Und vor allen Dingen auch, wie fördert ihr? Also wir haben uns ziemlich ausgebaut über die letzten Jahre auch. Wir haben ja ganz früh schon mit einer Startup-Förderung angefangen. Da haben wir wahnsinnig viel mit experimentiert. Auch wie lang muss ein Förderprogramm sein? Wen nehmen wir auf? Nehmen wir Solo-Gründer auf? In welcher Phase nehmen wir die auf? Also wie weit müssen die mit der Idee sein? Oder müssen die schon ein Produkt haben? Und jetzt haben wir so, also wir nähern uns, glaube ich, so ein bisschen dem perfekten Modell an. Perfekt wird es irgendwie nie, sonst wäre es ja auch langweilig. Aber wir haben so verschiedene Säulen bei uns aufgebaut. Wenn ich erstmal in genau diesem Stadium bin, ich habe eine Idee und will mal gucken, was damit ist und ob da überhaupt ein potenzieller Markt da ist, gibt es bei uns das Research and Development Fellowship, was so 2 Monate sind, wo man 5.000 Euro im Monat bekommt und Coaching, was eben einmal so ein bisschen einem ermöglichen soll, da 2 Monate lang mal nur über diese Idee nachzudenken. Und sehr schnell, deswegen ist es auch so kurz, kann man noch drüber streiten, ob das gut ist oder nicht, aber sehr schnell dazu zu kommen, die ersten Prototypen zu bauen und am Markt zu schauen, ob es funktioniert. Und dann haben wir so eine zweite Phase, das ist das Media Startup Fellowship. Da nehmen wir explizit nur Teams auf, und zwar solche, die es schon geschafft haben, Prototypen zu bauen, weil da müssen wir sehen, dass die auch ein Produkt bauen können. Einige kommen so aus diesem Ideenstadium leider nie raus und trauen sich dann nicht wirklich, das Produkt aufzubauen. Was auch immer, das kann ja auch ein YouTube-Kanal sein. Das muss ja gar nicht mal irgendwie das technische Produkt sein. Das muss auch nicht ausgefeilt sein, aber man muss es auf die Straße bringen können. Das sind 9 Monate und die Teams kriegen bis zu 40.000 Euro in über 3 Phasen verteilt.
Und dann haben wir jetzt, sind wir auch am Experimentieren mit einem Grow Fellowship für Alumni von uns, die quasi durch diese Programme schon durchgelaufen sind und nochmal zusätzliche 50.000 Euro haben können, wo wir sehr darauf achten, dass die damit wachsen, weil eigentlich ist unser Ziel, dass Teams, die bei uns waren, nicht in ein Förderprogramm noch müssen, sondern entweder am Geldmarkt verdient, am Markt Geld verdient, so, oder so gut dastehen, das tun ehrlicherweise die wenigsten im Journalismus, dass sie Investmentkapital bekommen. Das dauert oft noch eine ganze Weile und ist eigentlich auch nur der Track für Tech-Startups oder Software-Startups, weil sehr wenig in Content investiert wird. Aber das ist das Ziel bei uns. Und da haben wir uns jetzt so langsam dran angenähert, dass wir in diesen unterschiedlichen Programmen, es gibt auch eins für Studenten im Media Lab Ansbach, die dort einfach schon mal ausprobieren können, in einer Abschlussarbeit an neuen Ideen zu feilen, was wir dann fördern. Also da versuchen wir sehr zielgruppenspezifisch das so zusammenzupacken, dass wirklich jeder, und das ist eigentlich immer das Ziel, der irgendwas im digitalen Journalismus machen möchte und irgendeine Frage dazu hat, bei uns durch die virtuelle oder reale Tür laufen kann und wir ihm helfen können, das zu machen. Ist auf jeden Fall schon mal, hört sich nach sehr, sehr viel an, noch sehr, sehr viel zu managen, aber ich glaube, es tut der ganzen Szene richtig gut, wenn da einiges passiert. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Ich erinnere mich, du bist vor 3-4 Jahren bist du schon mal Keynote-Speakerin gewesen bei Besser Online und da ist mir eine Folie ganz, ganz deutlich hängen geblieben. Das waren so eine Folie mit zwei großen Farben drauf und es ging darum, du sagtest so ein bisschen, Gründer, Gründerinnen, Journalistinnen, Journalisten gehen anders an Probleme ran. Ja? Den Aspekt fand ich sehr spannend. Also ich dachte immer, Journalisten sind, ich habe ja auch einige, die ich hier gerade im Chat sehe, sind ganz taffe Menschen, die müssten doch eigentlich selbst organisiert sein, sind gut im Recherchieren, die wissen, wie man an Geld kommt, die wissen, wie man gut gründet. Ist das noch so? Also, oder was hast du damals gemeint damit nochmal? Ich glaube, also auf der einen Seite hat sich schon ein bisschen was daran verändert. Es sind aber auch andere Faktoren. Also was ich jetzt in den letzten 6 Jahren Gründerförderung festgestellt habe, ist, dass Gründer eine besondere Art von Persönlichkeiten sind und nicht jeder ist zum Gründer gemacht und das ist auch absolut und vollkommen in Ordnung. Ein Kollege von mir aus der bayerischen Gründerszene sagte mal, wenn jeder Gründer wäre, dann hätten wir nur noch 2-Mann-Unternehmen. Es muss auch einfach Leute geben, die mitarbeiten und sagen, ich schließe mich da an und ich bin Mitarbeiter Nummer 1 oder 50 oder 300 und arbeite einfach an dieser Idee mit. Und was ich den Unterschied damals fand und der heute auch schon immer noch ein Stück weit da ist, aber wo ich wirklich sagen muss, das ist besser geworden, ist die Herangehensweise an Themen. Journalisten lernen immer sehr viel eigentlich schon, bevor sie losgehen und recherchieren. Und eigentlich soll man das ja so nicht machen. Wenn man da mal in der Redaktion sitzt, dann weiß man, dass es leider Gottes sehr oft so ist, dass man eigentlich schon die Geschichte geschrieben hat, bevor man angefangen hat, sie zu recherchieren, weil es schon so relativ grob klar ist, was denn in welche Richtung es gehen sollte und was dabei rauskommen sollte. Und dann sammelt man auch die Fakten dazu zusammen. Fertig. Und das ist auch ein System im Journalismus, was das oft halt bestärkt, wo auch Geschichten erstmal abgenommen werden vom Chefredakteur oder Geschichtsideen oder vom Ressortleiter, wo einfach sehr intern darüber debattiert wird, was kann denn die Menschen da draußen interessieren oder nicht. Und da sind Gründer sehr anders, weil wenn die so herangehen, dann scheitert jedes Start-up. Gründerinnen sind eigentlich immer diejenigen oder die erfolgreich sind, die schauen sich erstmal an, was braucht denn der Markt da draußen und hören wahnsinnig viel zu und sind wahnsinnig offen dabei, erstmal zu lernen, wo eigentlich Lücken sind und wo es noch ein Produkt braucht. Und das ist etwas, was Journalisten einfach nicht oder in der journalistischen Ausbildung nicht so sehr gelehrt wird und auch dieser Erfindergeist dahinter. Also auch interessant finde ich immer so dieses, als Journalist schreibe ich ja auf, was schon passiert ist und recherchiere dem hinterher, aber es ist ja gar nicht mein Job, die Zukunft zu erfinden. Und wenn, dann habe ich ein relativ großes Problem, wenn ich das als Journalist mache.
Oder sollte das idealerweise nicht tun. Als Gründer muss ich aber genau das tun. Da muss ich die Fakten zusammensammeln und mir anhören, was alle Leute meinen und dann ein oder eigentlich brauchen würden und dann das Produkt mir selber ausdenken. Und das ist eine ganz andere Art von Kreativität als die, die wir in der journalistischen Ausbildung so lernen. Und das heißt überhaupt nicht, dass Journalisten niemals Gründer werden können, so gar nicht, weil wir immer wieder, und das sehen wir auch im Media Lab, Menschen brauchen, die die Branche gut kennen und die einfach sehr genau wissen, was funktioniert auch nicht, was sind Bedürfnisse da draußen, warum passieren Dinge auch in der Redaktion nicht und wie kann man da rangehen? Also gerade Teams bei uns, die Software oder Services entwickeln und aus der Tech-Szene kommen, das Beste, was wir denen an die Hand geben können, ist Wissen über die Medienbranche, weil die haben eine ganz coole Idee, aber die haben gar kein Netzwerk, um das in der Medienbranche zu verkaufen oder herauszufinden, warum denn jetzt diese Technologie vielleicht nicht so super einsatzbereit ist, weil der Workflow in der Redaktion ganz anders ist. Also jemand, der auf jeden Fall schon seinen Weg gefunden hat in den Journalismus und es gerade in den Chat geschrieben hat, ist unser Nutzer oder unser Zuseher Jens Brede, hat geschrieben, für mich hilfreich, ein eigenes Online-Magazin und ein E-Book-Label zu betreiben. Habe zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht und danach den Traumberuf Journalist entdeckt. Also beide Kompetenzen anscheinend bei manchen von unseren Zuschauern vorhanden. Und zum Wirtschaftlichen komme ich jetzt auch, vielleicht mit einer etwas holprigen Überleitung, aber wir haben ja noch einen zweiten Gast da und wir möchten auch noch mal ein bisschen was über Wirtschaft erfahren. Was mit Wirtschaft, so heißt dein YouTube-Format, Max, und vielleicht auch für dich noch mal also als Einstiegsfrage, was mich interessieren würde. Du hast ja auch längere Zeit beim Handelsblatt gearbeitet und hast so eine klassische journalistische Karriere gemacht, würde ich es mal nennen, klassische journalistische Laufbahn, hast vielleicht auch schon so manches Ziel gehabt, wo du gesagt hast, da möchte ich vielleicht mal hin. Und was hat dich bewogen zu sagen, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und gründe sozusagen ein eigenes YouTube-Label beziehungsweise ein eigenes Format? Mhm. Also im Prinzip waren es vier Gründe, die mich im Sommer 2019, war das vor 2 Jahren, dazu bewogen haben. Und interessanterweise ist der eine Grund, das, was Lina gerade schon so ein bisschen umschrieben hat, warum sie beim Media Lab Bayern gerade so viele Bewerbungen haben, eben weil Leute weniger zu verlieren haben oder in größerer Unsicherheit sich befinden und sagen, naja, wenn meine Komfortzone kleiner ist oder der goldene Käfig, in dem ich mich befinde, irgendwie nicht mehr so attraktiv ist, dann kann ich ja auch mal ausbrechen und meinen Schlüssel für eine Weile wegschmeißen und gucken, wie es da draußen aussieht. Und dieser Punkt, der hat mich auf jeden Fall auch motiviert. Also ich war 2019 31 Jahre jung, also ich bin mittlerweile auch nicht alt mit fast 34, aber es macht schon einen Unterschied. Hatte noch keine Kinder, habe mit meiner Frau in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und wusste, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig mache und auch innerhalb von 12 Monaten nicht die große Kohle verdiene, dann ist das nicht schlimm. Dann bin ich vermutlich auf jeden Fall reicher an Erfahrungen, aber könnte mein Leben auch zur Not auf ein Studentenniveau runterfahren. Und das ist, finde ich, das gibt einem so eine Freiheit, wenn man weiß, selbst wenn es jetzt finanziell nicht klappen sollte, ich brauche keine Angst davor haben zu scheitern, weil ich finde, scheitern gibt es eh nicht, weil man gewinnt immer extrem dazu, wenn man sich selbstständig macht. Man entdeckt völlig neue Stärken, neues Selbstvertrauen und einfach neue Seiten an sich, persönlich wie beruflich. Aber zu wissen, auch wenn es die Option ist, dass es nicht klappt, ich brauche keine Angst haben. Das war schon mal total befreiend. Das war Punkt 1. Der zweite Punkt war, ich habe aus meiner vorherigen Tätigkeit, also ich war ja zusammen mit einem Freund von mir und eben Partner in dem Fall, Redaktionsleiter von Orange, von der jungen Marke vom Handelsblatt. Und wir haben ein Team aufgebaut, wir hatten 4 Feste und ungefähr ein Dutzend freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben jungen Online-Journalismus gemacht, also so ein bisschen wie Bento, Z, jetzt.de. Aber den Fehler begangen, uns viel zu sehr auf die Webseite zu fokussieren, weil uns immer gesagt wurde, die Marketingabteilung will, dass sie irgendwie 1 Million Reichweite hat, dann verkaufen sich die Anzeigen, macht mal erstmal die Homepage, Jungs. Aber die Menschen da draußen, die wir erreichen wollten, waren halt gar nicht so sehr auf der Homepage, sondern auf YouTube, Instagram und im Podcast unterwegs. Und das haben wir halt schon gesehen. Aber als wir es gesehen haben, war es eigentlich zu spät. Das Handelsblatt hatte 2019 eine Sparwelle, wo das im ganzen Bereich, im ganzen Haus rasiert wurde und eben wir auch rasiert wurden. Und ich wusste halt, okay, ich will hier eigentlich nicht weitermachen und weiß aber trotzdem, woran es hakt bei Orange. Warum versuche ich es denn nicht einfach selber? Eben auch unter der persönlichen Prämisse, ich habe gar nicht so viel zu verlieren.
Und der dritte Punkt war, ich glaube, das ist das so ein bisschen, was Lina auch mit dieser Gründer-DNA oder mit dieser Gründerpersönlichkeit meint. Ich habe schon immer, damit bin ich auch manchmal angeeckt im Haus, mich gefragt, so, kann man nicht dieses und jenes anders machen oder kann man hier nicht irgendwie ein bisschen mehr Vermarktung betreiben, um endlich mal das journalistische Produkt lukrativer zu machen, und immer mal wieder so diesen Drive gehabt, das Unternehmerische anzugehen. Und da habe ich halt die Chance gesehen, das einfach mal zu versuchen. Ja, und die Initialzündung, ich meine, man muss sich ja schon ein bisschen um Geld Gedanken machen, die mir dann auch das Gefühl gegeben hat, ich bin zumindest nicht ganz falsch unterwegs, war, dass ich im Juli, also noch im Job, das Gründerstipendium NRW gewonnen habe. Also ich stand vor einer Jury, so ein bisschen wie bei Höhle der Löwen, habe mein Produkt in 5 Minuten nur mit Folien und meiner Person vorgestellt und 4 wildfremde Leute davon überzeugt, mir 12.000 Euro zu geben für ein Jahr. Und das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn man weiß, die trauen einem das zu. Ja, man braucht ja erstmal nicht nur Freunde und Familie, die einem auf die Schulter klopfen und sagen, was mit Wirtschaft klingt irgendwie ganz witzig, mach das mal, Max, sondern auch mal Wildfremde, die einem Feedback geben. Und so bin ich dann eben gestartet. Gute Startvoraussetzung hast du gerade schon beschrieben, aber dann kam ja wahrscheinlich irgendwann der Moment, wo du zu Hause am Schreibtisch gesessen hast und gesagt hast, so, jetzt muss ich anfangen. Ja. Weißt du, was die ersten Herausforderungen waren und vielleicht auch so, wenn du mal beschreibst, was die Monate danach gekommen ist, welche Höhen und Tiefen gab es da? Also ich denke, die größte Herausforderung ist, dass du deinen Arbeitstag beginnst. Also in meinem Fall war es dann, glaube ich, der 1. oder 2. August und der eben nicht in einem bekannten Büro mit bekannten Gesichtern, E-Mails, Taktungen, Redaktionskonferenzen, Slack und so weiter stattfindet, sondern du erstmal nackt. Quasi in meinem Fall, ich hatte nicht mal ein Büro, ich bin in meiner Wohnung gestartet, vor einem weißen Blatt, ohne E-Mails, ohne Calls, ohne Termine stehst und denkst so, ja krass, was mache ich denn jetzt? Ja, also ich bin jetzt selbstständig, das ist schön, aber wie organisiere ich mich denn eigentlich? Und da habe ich halt sehr schnell rausgefunden, gerade wenn man alleine gründet, also ich kann das nicht empfehlen, alleine zu gründen, ich muss das tun, weil die Leute, die ich gefragt habe, wollten es aus verschiedenen Gründen nicht. Es ist halt sehr schwer, die Motivation hochzuhalten. Am Anfang hat man so eine rosarote Brille auf und denkt sich, wie geil ist das denn? Ich bin Gründer, ich habe ein Stipendium, alle Leute feiern, was ich mache. Ich kriege irgendwie so ein bisschen Fame auf sozialen Netzwerken, wenn ich davon erzähle. Und das trägt einen eine Weile. Aber wenn man keine Struktur hat und irgendwie zumindest so ein Coworking-Space mit Kolleginnen und Kollegen, die in irgendeiner Form was Ähnliches durchmachen, dann verliert man sehr schnell den Boden unter den Füßen, wenn die Realität kommt und man sieht so, oh, ich habe irgendwie bis vor ein paar Monaten noch 65.000 Euro im Jahr verdient, jetzt kommt erstmal nichts rein. Ich hatte mal die schöne Visitenkarte Redaktionsleiter Orange, jetzt bin ich irgendwie Maximilian Novrot mit 500 Instagram-Followern, und damit muss man halt auch erstmal klarkommen, also egotechnisch. Und das kann ich halt nur empfehlen, das war auf jeden Fall für mich eine Herausforderung, sich schnell Strukturen zu suchen. Das klingt jetzt erstmal super spießig, weil manche denken vielleicht so gründen, ja, dann kannst du halt am Wochenende arbeiten, nachts arbeiten und so. Aber mir hat es halt total geholfen, einfach einen Ort zu haben. Ich schlage hier um 8 Uhr auf und gehe um 6 Uhr nach Hause, habe Leute, mit denen ich auch mal was besprechen kann und die mir halt auch mal helfen, wenn ich nicht nur fachliche, sondern emotionale Tiefen habe. Und das hat halt ziemlich gut funktioniert. Ja, also fachlich habe ich angefangen, das hast du ja auch gefragt, mit Instagram nach einem Monat, wo ich noch so einen Businessplan schreiben musste für die Bundesagentur für Arbeit, das war meine zweite Finanzquelle am Anfang, nicht mit Arbeitslosengeld, sondern dem sogenannten Gründungszuschuss, den jeder in Deutschland bekommen kann, wenn er oder sie schon mal gearbeitet hat und dann dem Arbeitsamt zeigt, erstens, ich bin nicht vermittelbar für den Arbeitsmarkt, weil ich entweder überqualifiziert bin oder als Medienmensch die Jobchancen nicht so gut stehen. Das ist einfach nur so eine bürokratische Hürde. Und dann also, muss man halt mit einem... alle natürlich überqualifiziert. Also bei mir war es irgendwie leicht zum Glück, weil ich konnte halt belegen, also ich wurde ja nicht gefeuert beim Handelsblatt, sondern ich bin quasi in beidseitigem Einvernehmen mit einem, wie nennt man das, diesem Vertrag, dass halt der alte Vertrag ausgelöst wird, gegangen. Das wurde dann geprüft und die haben halt gesagt, okay, Redaktionsleiterstellen, das warst du vorher, sind nicht ausgeschrieben, alles klar, dann ist Selbstständigkeit eine Option, ja. Es ist so ein bisschen behördlich kompliziert, deswegen hat es bei mir auch einen Monat gedauert. Das Zweite, was ich machen musste, ist halt wirklich einen ausführlichen Businessplan schreiben, mir auch über Geld Gedanken machen, und dann konnte ich starten. Und gestartet bin ich mit Instagram, weil das ist irgendwie die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist total wichtig, sich nicht zu lange einzubuddeln, sondern was Lina gerade beschrieben hat, erstmal ein Produkt zu haben, auch wenn es total peinlich ist, die ersten Schritte öffentlich zu zeigen.
Aber nur so kriegt man halt Feedback und erfährt halt, was der Markt davon hält. Und im Zweifelsfall ist der Markt, sind das Freunde und Familie, die einem sagen, ich finde die Story cool oder denk mal über bessere Farben nach, nimm mal das Thema. Aber einfach möglichst schnell starten. Und es gibt diesen schönen Satz vom LinkedIn-Gründer, der sagt, wenn dir nicht peinlich ist, wie dein erstes Produkt aussah, dann bist du zu spät gestartet. Ja, und ich finde, der ist extrem wahr für eine Gründung und eben auch für eine Selbstständigkeit, weil man muss halt in diesem Modus, wie geil ist das denn, ich bin selbstständig, mit der Motivation dieses Produkt erstmal an den Start bringen, sonst wandelt man zu schnell in so einer Verzweiflung, dass man einfach nicht zu Potte kommt. Du hast ja gerade beschrieben, am Anfang kommt der Fame, am Anfang gibt es ja auch gute Gründerförderung, aber natürlich bedarf es natürlich wie bei jedem Unternehmen, auch beim Startup, eine gewisse Nachhaltigkeit. Und es braucht sicherlich Monate, bis man dann raus hat, okay, womit verdiene ich am sinnvollsten Geld? Wo überarbeite ich mich vielleicht auch nicht? Was waren so Lehren, die du die Monate danach noch ziehen konntest? Dass auf jeden Fall nichts von dem, was man in den Businessplan schreibt, oder nicht nichts, aber das Wenigste wirklich eintritt und dass ein Businessplan zwar sinnvoll ist, um sich intellektuell mit seiner Gründung auseinanderzusetzen, aber man jetzt auch nicht zu starr an, ich wollte doch eigentlich das machen und hatte dies vor, halten soll, sondern wie eine Maus dahin geht, wo der Speck oder der Käse ist, man auch als Gründer oder Gründerin einfach opportunistisch sein muss, um sich halt zu überlegen, der größte Erfolg ist erstmal Jahr 1 und Jahr 2 zu überleben. Ja, wenn man nach einem Jahr merkt, ups, ich habe zwar eine coole Idee gehabt, aber es kommt kein Geld rein und wieder in das Angestellten-Dasein rein muss, ist es natürlich schade. Ich habe das halt relativ schnell gemerkt, ja, wenn ich alles auf Insta oder alles auf YouTube setze, dann kriege ich zwar Follower und gutes Feedback, aber mir fehlt halt die Monetarisierung. Und deswegen habe ich halt angefangen, über Quersubventionierung nachzudenken, also nicht in der Form, dass ich jetzt irgendwie ein Shampoo in die Kamera gehalten habe und gesagt habe, duscht euch damit und hier ist mein Rabattcode, sondern eher mich als Workshopper, Moderator und Journalistentrainer aufgebaut habe, der ich vorher noch nicht war, um zu sichern, dass ich halt auch 2-3 Jahre mit wiederkehrenden Auftraggebern das, was ich eigentlich machen will, finanzieren kann. Und das war halt eine sehr, sehr wichtige Sache, vor allem wegen Corona, ja, weil meine Geschäftsidee war eigentlich, ich mache erstmal Inhalte, Wirtschaft einfach erklärt auf Instagram, auf YouTube mit mir als quasi Gesicht vor der Kamera, so ein bisschen wie MyLab oder Mr. Wissen to Go für Wirtschaft. Und wenn ich diese Community habe, dann verkaufe ich Werbeplätze an Unternehmen, die Leute, die ich anspreche, suchen, nämlich motivierte junge Leute, die Bock auf Wirtschaft haben. Wegen Corona haben aber alle Unternehmen gar keinen Bock darauf gehabt, sich bei mir in irgendeiner Form einzukaufen, deswegen brauchte ich neue Ideen und da kam halt diese, okay, wo ist der Speck-Idee und habe halt neue Geschäftschancen für mich entdeckt. Hier bei dir hat es zu neuen Chancen geführt, zu neuen Möglichkeiten, du musstest ein paar Mal umdenken. Lina, du hast ja mehrere Startups jetzt über die letzten Jahre begleitet, hast gesehen, wie Leute wahrscheinlich riesige Erfolge gefeiert haben, auch einen Hype gehabt haben, andere wiederum sind langsam angefangen, haben dann durchgestartet. So deine Beobachtung jetzt, Langzeitbeobachtung, wie kann man es denn als Startup schaffen, die ersten 2-3 Jahre zu überleben, wenn es dann nicht mehr den Gründungskredit gibt? Mit Fördermitteln? Nein, natürlich nicht. Also ich sage auch allen Startups immer, Stiftungen sind kein Geschäftsmodell und Fördermittel sind kein Geschäftsmodell, weil das ist so es ist super, sich am Anfang alles zu krallen, was es nur gibt, weil es gibt meistens mehr, als man irgendwie so denkt, auch gerade an Förderung. Aber erfolgreich wird es wirklich dann, wenn ich mich um meine Kunden kümmere und wenn ich das hinbekomme, ein Produkt aufzubauen, wofür andere Leute zahlen und irgendwer zahlt. Und das muss auch nicht das Abo-Modell sein, das muss auch nicht das Werbemodell sein. Ein bisschen salopp gesagt, es kann ich auch Daten verkaufen, wenn das mit der DSGVO einhergeht. Das ist das, wo wir unsere Gründer immer sehr schnell hinbringen, sich darüber Gedanken zu machen, auszutesten, über welche Wege sie denn ihre Produkte monetarisieren können und eben tatsächlich Produkte zu entwickeln, die es da draußen braucht. Und wir haben so, also mein kleiner Hobby-Spaß ist, so Gründertypologien aufzusetzen, weil jetzt über die Jahre mit fast 70 Startups und nochmal so 100 Projekte obendrauf ergibt sich wirklich so eine
Typologie von Dingen, die immer wiederkehren. Das sind die Tech-Teams, die sich nicht um Sales kümmern, die total verliebt darin sind, ihr technisches Produkt zu bauen, aber leider also das vor allem machen, weil sie nicht wissen und sich nicht trauen, das wirklich zu verkaufen, weil dann nämlich irgendjemand ankommen könnte und sagt, dieses Feature brauche ich aber nicht oder das finde ich doof, warum machst du das nicht anders? Und damit können so Coder ganz schlecht umgehen, einige von ihnen zumindest. Dann gibt es die Journalisten, die erstmal sagen, also ich möchte überhaupt kein Geld für meine Arbeit verdienen, weil die ist doch gesellschaftlich so wichtig und wertvoll, denen wir dann erstmal erzählen, das ist ja total schön, aber wenn du kein Essen mehr hast, dann gibt es auch keine gesellschaftlich wichtige, wertvolle Arbeit mehr und irgendwer hat dich ja vorher angestellt auch bezahlt für den Journalismus, den du gemacht hast. Und das größte Problem sind tatsächlich oder tatsächlich das, der größte Grund, warum Startups scheitern, sind sehr, sehr, sehr oft Teamprobleme, wo ich ein Team habe, in dem zwei Leute in unterschiedliche Richtungen wollen oder nicht gleich committed sind. Das heißt, der eine will das irgendwie Vollzeit machen, der andere hat dann doch immer noch schielt ein bisschen trotzdem auf die Festanstellung oder das Team hat am Anfang mal darüber gesprochen, was das Produkt sein könnte und dann entwickeln sie sich eigentlich in diese Richtungen, wie sie es weiterentwickeln wollen. Und das, also wo wir schon bei guten Gründerzitaten sind, das, was Maximilian gerade erwähnt hat, kenne ich auch und muss ich unbedingt unterschreiben, so früh rausgehen, bis du dich wirklich, wirklich schämst für das Produkt, weil sonst ist es zu spät. Und das andere ist auch ein, wie soll ich sagen, also das ist ein gutes Team kann eigentlich jedes noch so mittelgute Produkt zum Erfolg bringen. Aber wenn du die beste Idee hast, und das haben wir sehr oft in Jury-Sitzungen, wo wir denken, so ja, genau das braucht es. Und darum gibt es denn das noch nicht seit 3 Jahren auf dem Markt. Und dann sehen wir das Team dazu und sehen, dass die sich ewig zerstritten haben und wissen eigentlich, dieses Team wird es nicht packen, diese Idee umzusetzen. Deswegen sind wir sehr hinterher, mit unseren Teams zu arbeiten und denen auch dabei zu helfen, eine gemeinsame Vision zu finden, herauszufinden, wo wollen sie denn hin gemeinsam, was auch immer das dann für ein Produkt wird. Aber dieses Team muss zusammenpassen und zusammenhalten. Und dann, wie gesagt, der nächste Schritt, das wirklich kundenzentriert zu machen. Und das klingt immer nach so einem Buzzword, aber das ist halt so wichtig, weil es muss Leute da draußen geben, die dein Produkt wirklich lieben, sonst wirst du es nie verkaufen. Und sehr viele bauen auch so Nice-to-Have-Produkte, die irgendwie ganz nett sind, ich aber jetzt auch nicht wirklich dringend in meinem Leben brauche und dann zahle ich dafür halt auch nie. Also oder womit auch immer. Oder der Werbetreibende braucht es eigentlich nicht und dann wird er da nie Werbung schalten. Und diese Krux zu überwinden, da finde ich sehr schön, dass halt die Startup-Szene, das haben ja auch nicht wir uns ausgedacht, sondern kommt halt sehr auch aus der Tech-Startup-Szene, hat so einen Methodenbaukasten, wo man unsere Gründer durchschleusen kann und was wir ihnen halt vermitteln, das funktioniert für dieses Produkt, das funktioniert für jedes weitere, was sie sonst in ihrem Leben entwickeln werden, was halt wirklich so ganz coole Werkzeuge sind, schnell herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Jetzt bin ich Optimist und sage mal, die viele Startups, die schaffen das oder haben schon geschafft und sehe immer nur das Positive. Jetzt würde mich mal interessieren, weil man muss ja schon sagen, es ist noch eine kleine Startup-Szene und im Verhältnis zu anderen Startup-Szenen und vielleicht auch generell zum Medienwirtschaft oder generell zum Medienmarkt. Aber inwieweit können denn Startups auch die Zukunft des Journalismus beeinflussen? Also wie können die Startups den Diskurs verschieben? Ich mache es einfach mal so in den Raum. Wer antworten möchte, darf gerne losschießen. Vielleicht kann ich einmal auf diesen Punkt Creator Startups aufbauen, den Lina schon gebracht hat, weil das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Manchmal sehen wir vielleicht auch Journalismus-Startups zu eng. Ja? Dann schauen wir, okay, da ist Steingart mit Media Pioneer, da ist was mit Medien, da ist Medieninsider und so weiter. Aber wenn man sich mal bei YouTube anschaut, was da Leute machen oder auch bei Instagram oder im Podcast, das sind für mich auch Medien-Startups, die echt Pionierarbeit leisten. Zum Beispiel, weil ich halt aus dem Wirtschafts- und Finanzbereich komme, Thomas mit Finanzfluss, das mittlerweile ein, glaube ich, 10-köpfiges Team ist, der einfach mal als YouTuber mit einem Cutter angefangen hat, wo die Leute gemerkt haben, okay, der Typ hat Plan von
von Finanzen, sieht ein bisschen spießig aus mit seinem Hemd, aber irgendwie verkörpert er, worüber er erzählt, und wir folgen dem mal. Und jetzt hat er auch natürlich dank Corona, weil sich immer mehr Leute für Finanzen interessieren, fast 500.000 Follower bei YouTube, ist bei Twitch, hat jetzt einen Bestseller geschrieben, der bei Amazon auf 1 ist, wo der noch nicht mehr erschienen ist, und ja, bringt quasi 10 Köpfe in Lohn und Brot und ist für mich ein Medienstartup, ohne dass er sich vielleicht als Journalist bezeichnet, sondern einfach verstanden hat, was vor allem junge Leute über Finanzen wissen möchten und eben auch als Person dafür steht und deswegen sehr hohe Glaubwürdigkeit genießt. Und ich glaube, das ist so eine Diskursverschiebung oder ich sage mal eine Sache, die sich etablierte Medien abschauen können. Wir reden ja immer von Glaubwürdigkeit, Authentizität und wie schaffen wir es, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und ich glaube, was halt Creator zeigen ist, wenn du dich traust, als Mensch vor die Kamera zu stellen und auch mal persönliche Bezüge zu einem Thema zu bringen, dann hast du erstmal das Vertrauen und den Respekt der Leute. Die kritisieren dich natürlich immer noch und haben Bock, mit dir in Diskurs zu gehen, aber die verhauen dich nicht als Lügenpresse, Journalisten, die da oben bla bla, sondern die sehen dich als Mensch. Und da würde ich einfach sagen, sollten sich davon etablierte Medien eine Scheibe abschneiden und dafür sorgen, dass deren Köpfe aus den Redaktionsstuben mal rauskommen, aus dem Maulwurfsloch rausschauen und selber mehr vor die Kamera treten, in Podcasts auch mal Gesicht zeigen und halt zur Stimme für ihr eigenes Thema und ihren Laden werden, um sich halt von diesem Influencer-Trend, ja, den sich zunutze zu machen. Ich kann vielleicht noch ergänzen, natürlich sind Startups super dafür, die Branche auch voranzubringen, weil sie einfach sehr schnell Sachen umsetzen können. Und alles, was an so einer Bürokratie im großen Haus entgegenschlägt, gibt es halt bei Startups nicht. Da kann die Kreativität sich frei ausbreiten. Und das brauchen wir ganz unbedingt. Was ich immer total schade finde, ist und auch irgendwann gelernt habe, ist einfach dieser Punkt, Startups sind so innovativ, wie ungefähr die nächsten 6 Monate sind, weil die einfach dringend ihre Miete bezahlen müssen und irgendwas erfinden, womit man sehr schnell Geld verdienen kann, damit sie das können und damit sie überleben können. Und wir haben gerade in Deutschland nicht die Finanzkraft im Markt und auch nicht die Investorenszene, die sagt, ich gebe euch jetzt einfach mal 10 Millionen für die nächsten 3 Jahre und dann kommt ihr schon mit irgendwas um die Ecke, was es dann brauchen wird. Investoren in Deutschland kommen halt dann, wenn mein Produkt schon das erste Geld erwirtschaftet und dann kann ich damit skalieren. Und das ist halt also gerade für die Startup-Szene total schwer und auch für Content-Startups total schwer, für Tech ganz genauso, eigentlich für alle. Und deswegen finde ich, momentan ist halt noch so eine große Lücke da in genau diesem R&D-Bereich. Und vorhin wurde ja im Chat schon die New York Times mit erwähnt. Die New York Times hatte eine Zeit lang ein Research and Development Lab, was sich darauf spezialisiert hat, an Sachen zu arbeiten, die in 5 Jahren relevant sein können. Also wenn wir eine 5G-Verbreitung überall haben, was können wir denn dann für Journalismus machen? Das war total spannend, aber selbst die New York Times musste dann irgendwann sagen, wir können das nicht wirtschaftlich betreiben, wir scalen das zurück, auch wirklich das nächste Jahr, die nächsten 6 Monate und arbeiten auch in dieser R&D-Abteilung einfach an Sachen, die jetzt dringlicher sind. Und da finde ich, ist halt wirklich eine große Lücke da, die Startups nicht füllen können, weil die können sich das nicht leisten. Die können nur die großen Häuser füllen und die sollten das tun. Die können sich momentan leider auch nicht leisten, weil es denen nicht wirklich gut geht. Aber da diese Lücke mal zu füllen, gerade was den Technologietransfer angeht, aus anderen Branchen, was sich in Richtung künstlicher Intelligenz tut, was sich in Richtung Augmented Reality tut, da Anwendungscases für die Medienbranche zu finden, ist total spannend, muss irgendwer machen und wird momentan viel zu wenig gemacht. Und leider eben, Startups können es nicht, da müssen andere dann rein, aber Startups sind natürlich trotzdem die, die es dann im Zweifelsfall auch zuerst anwenden, wenn es dann da ist. Du hast direkt gleich sofort meine nächste Frage schon mitbeantwortet. Was kommt denn als nächstes oder auf welche Branchen müsste man schauen? Das lässt uns ein bisschen Zeit, doch noch, obwohl wir schon über der Zeit sind, doch noch eine andere Frage mit kurz noch reinzunehmen. Judith fragt, habt ihr Erfahrung mit interkulturellen Teams, also wo Leute zusammenarbeiten, die in verschiedenen Ländern leben? Die Frage ist wahrscheinlich direkt an Lina gerichtet. Also wir haben ein bisschen Erfahrung, weil wir haben sehr lange in Vor-Corona-Zeiten
unsere Programme quasi nur vor Ort durchgeführt, weil wir werden von der Bayerischen Staatskanzlei unterstützt und damit ist das immer auch ein bisschen Standortförderung. Damit hatten wir so eine Connection dazu, dass wir die Teams bei uns in Bayern haben mussten. Das haben wir jetzt ein bisschen aufgeweicht und haben jetzt mehr und mehr Teams, die auch in verschiedenen Ländern sitzen, wo wir dann immer noch für die bayerische Medienbranche Innovationen voranbringen, aber trotzdem Teams haben, die woanders sitzen. Und da auch ganz aktuell ein Team, die bei uns drin sind und ein auch sehr passend ein News-Magazin für Expats aufbauen in Deutschland, Frankreich und Spanien, genau, aktuell. Und die sitzen auch in Indien und Spanien und Deutschland. Und das funktioniert soweit ganz gut. Aber da mehr Erfahrung gibt es dann in der Zukunft. Weil wir gerade auch noch ein europäisches Programm haben, wo das ähnlich ablaufen wird. Das TNI Startups Lab, was von Google finanziert wird, wo wir europäische Content-Teams fördern. Auch total spannend, was sich im ganzen europäischen Medienmarkt so tut. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, das habe ich auch aus seiner Antwort gelesen, mal in Nachbarländer zu gucken, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch zu gucken, was passiert in Europa. Der Blick in die USA sowieso, aber es gibt ja auch Märkte wie Israel oder, wo man immer gut hingucken kann, was die Startup-Szene betrifft. Und da ist sicherlich auch viel für Medienjournalismus mit dabei. Nina, du hast ja schon zwei, drei Sätze gesagt zur Zukunft. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz Max mit ins Boot holen, abschließend. Wo lohnt es sich deiner Meinung nach nochmal hinzuschauen, Technologie, Land, ganz egal? Du meinst hinzuschauen, um sich zu fragen, wie es bei Medien und Innovationen weitergehen könnte? Genau, oder wo ich vielleicht selbst mal eine schöne Idee abgreifen kann. Puh, klar, USA ist immer interessant, sich auch einfach mal bei YouTube verschiedenen Leuten anzuschließen, die, das ist da schon deutlich weiter gegoren, diese Creator Economy leben und sich auch anschaut, wie die eben Geld verdienen und das vielleicht auf Deutschland übertragen. Ansonsten finde ich ehrlich gesagt Südkorea sehr interessant, auch wenn ich des Koreanischen überhaupt nicht mächtig bin, aber alleine, dass zum Beispiel gerade auf Netflix die Serie Nummer 1 Squid Game oder Squid Games, ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt, recht brutal, wie so ein es geht um ein Kinderspiel und Leute, die Schulden haben, geraten da rein, mehr will ich nicht verraten, aber dass die irgendwie jetzt so die Popkultur weltweit irgendwie bestimmt, zeigt da irgendwie auch, dass es eben nicht nur Silicon Valley und Europa sein muss, sondern Südkorea und da muss man auch irgendwie Netflix danken, finde ich, dass die immer die Welt im Auge behalten, haben ja mit Haus des Geldes auch eine spanische Serie ganz nach vorne gebracht, also da vermute ich einfach mal ein paar spannende Medienformate, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Ansonsten, ich meine, was die Technik betrifft, ich weiß noch, bei der Wirtschaftswoche haben wir schon vor 5 Jahren über wie wird Journalismus mit VR-Brillen aussehen, Augmented Reality und so. Da bin ich dann wirklich wieder bei diesem Abwarten, was Dina am Anfang beschrieben hat, weil ich finde es ehrlich gesagt viel angenehmer, dass wir aktuell so eine Content-Revolution erleben. Das heißt, immer mehr Medienhäuser wenden sich dem Publikum zu und fragen, was wollt ihr, und setzen darauf dann Geschäftsmodelle, Formate etc. um. Das ist in meinen Augen auch das Kernerfolgsgeheimnis der New York Times. Das war ja auch eine Frage hier im Chat, ne? Und rücken ab von wegen, wir brauchen jetzt diese mega teuren Storytelling-Formate, mit denen wir zwar Preise gewinnen, aber kein wirkliches Publikum zu Zahlungsabschlüssen bewegen. Und ja, das finde ich eine angenehme Entwicklung, worauf ich persönlich noch warte. Vielleicht das zum Abschluss ist halt ein Spotify oder ein Netflix für Journalismus. Blendl hat es ja irgendwie nicht geschafft. Ich habe keine Ahnung, wer die noch liest oder wo die stehen in Deutschland, aber die haben ja irgendwie das iTunes des Journalismus entwickelt, vielleicht einen Ticken zu spät oder mit zu wenig Marketing. Ich kenne aber keinen außerhalb der Medienbubble, die nutzt. Die Leute haben, glaube ich, gelernt, dass man einen Zehner hinblättern kann für Musik und für Serien, warum nicht auch für Journalismus. Ich weiß, dass es immer noch viel zu wenig ist, um uns alle zu bezahlen, aber es wäre ein Anfang. Und da würde ich mir wünschen, dass sich die Verlage dann doch mal vielleicht zumindest ein paar hinsetzen und versuchen, sowas zu bauen, ja, so ein Flatrate-Modell ganz einfach zu erreichen, um ja, ein neues Bezahlmodell zu schaffen, was vermutlich bei jüngeren Leuten für deutlich mehr Anerkennung oder für deutlich mehr Markt sorgt, als sich bei jedem Medienhaus ein eigenes Abo abzuschließen. Ja, das Netflix für Journalismus ist ein viel diskutiertes Thema. Ich glaube, Lina, du hast auch mal was dazu getweetet, dass das immer mal wieder bei euch auftaucht.
Ich bin auch gespannt, ob das die nächsten Jahre in irgendwelcher Form auch immer dann sichtbar wird. Mich würde es auch freuen, einfach mal da was zu sehen, dass das einer wirklich mal umgesetzt hat. Und vorher möchte ich mich aber jetzt erst nochmal bei euch bedanken. Und zwar, dass ihr mit uns einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen habt. Ich habe hier noch ganz viele Fragen, die wir jetzt gar nicht diskutieren konnten. Aber ich weiß, um 14.15 Uhr geht es hier schon mit der nächsten Runde weiter. Da kommt das Thema hier in Raum 1. Es gibt natürlich noch viel weitere Räume hier bei der Konferenz. 14.15 Uhr geht es weiter mit: Welche Aufgabe hat der Journalismus in Zeiten der fortschreitenden Spaltung der Gesellschaft? Sicherlich auch super spannend, da mal reinzuhören. Und in dem Sinne, Lina, Tim und Maximilian Nowroth, vielen Dank, dass ihr mit uns diskutiert habt. Gleich seid ihr noch 2-3 Minuten im Chat und steht noch für andere Fragen zur Verfügung, die da jetzt gleich kommen. Ansonsten vielleicht ganz kurz noch, Lina, wie kann man dich erreichen? Steht schon im Chat drin, lina@medialab.de, sehr gerne. Oder bei Twitter, Luisante, aber die Mails, die arbeite ich dann ein bisschen schneller durch. Gerne das. Max hat auch schon seine E-Mail-Adresse reingepostet, ja. Auch sicherlich mal die YouTube-Suche wert. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und hoffen wir für die Zukunft des Journalismus nur das Beste. Bis dahin. Vielen Dank. Dankeschön. Viele Grüße. Ciao. Ciao.